Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Couchgespräch. Heute bei mir zu Gast ist Erich von Däniken. Ich glaube, den meisten muss man ihn nicht mehr erklären oder die meisten Leute werden ihn kennen. Für mich ist es eine große Ehre, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, weil eigentlich schon dein Name, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Mama hat schon deine Bücher gelesen. Ich habe schon als Kind Fernsehsendungen von dir geschaut, deswegen ist es für mich auch schön, dass du da bist. Das Schöne ist, oder was ich mich gefragt habe, als ich dich eingeladen habe, habe ich mir dann überlegt, wie kommt man eigentlich darauf, sich auf Außerirdische zu spezialisieren? Also ich meine, wie alt warst du, als du da das erste Mal dich damit beschäftigt hast? Ja, ich bin in der Schweiz erzogen worden, und zwar sehr katholisch. Ja. Und mein armer Vater musste mich in ein katholisches Internat stecken, weil ich so ein Lausebengel war. Und das Internat war eine Jesuitenschule, 6 Jahre Lateinisch, Griechisch, ja, etc. Natürlich war ich als junger Mann ein tiefgläubiger Mensch. Ich bin heute noch ein tiefgläubiger Mensch, nur hat der Glaube ein bisschen geändert. Und der liebe Gott meiner Jugendzeit, der musste minimale Eigenschaften haben. Zum Beispiel, der liebe Gott macht keine Fehler. Der liebe Gott braucht kein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Der liebe Gott ist überall gleichzeitig, etc. Jetzt haben wir in diesem Gymnasium Bibelübersetzungen machen müssen, ja, von einer Sprache in die andere. Und da lernte ich einen lieben Gott kennen, den vom Alten Testament, der hat Fehler gemacht. Er wusste da und dort nicht, was geschah. Und er raste mit einem Fahrzeug herum. Er fährt bei Moses mehrfach auf den heiligen Berg hernieder, mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm, Gestank, etc. Noch ausführlicher beim Propheten Ezekiel. Ich hatte plötzlich Zweifel an meiner eigenen Religion. Ja. Ich war unsicher, was ist das? Damals dachte ich noch nicht an Außerirdische. Und ich wollte als Jugendlicher wissen, ob andere Gemeinschaften im Altertum auch so seltsame Geschichten haben. Oder nur wir vom christlich-jüdischen Bereich. Und damit hat es angefangen. Ich war 17 Jahre alt. 17. Ja. Und was haben so deine Freunde gesagt? Ich bin ja Medium. Ja? Also mein Spezialgebiet ist Jenseitskontakte oder Auralesen. Und ich kann mich nur erinnern, als ich angefangen habe, haben alle gesagt, hey, Fockenhuber, jetzt hast du total einen an der Klatsche. Wie haben deine Freunde so reagiert, wenn du sagst, okay, mich interessiert das Thema? Ich war Gymnasiast und eigentlich waren die alle sehr aufgeschlossen. Und das war ein geschlossenes Internat, weißt, jeder kannte jeden. Man schlief im selben Schlafsaal, man hat dieselben Professoren den ganzen Tag um sich gehabt im Internat. Und alle haben das irgendwie verstanden. Als ich dann zum ersten Mal auf die Idee kam, mit diesem sogenannten Gott in den uralten Schriften könnten Außerirdische gemeint sein, ja, und nicht der wahre Gott des Universums, da habe ich das meinem Professor, dem Zuständigen, gesagt. Und der hat mich noch ermuntert. Da gesagt, Erich, wenn du dich darüber interessierst, dann geh in die Unibibliothek, das war direkt das Gebäude neben unserem Gymnasium, und verlang nach dem Propheten Henoch. Habe ich gemacht. Ja. Und so kam ich immer mehr in eine Geschichte hinein, von der ich heute restlos überzeugt bin, dieser Planet ist besucht worden von Außerirdischen vor Jahrtausenden, die junge Menschheit ist beeinflusst worden und das kann man inzwischen beweisen. Ja. Und was definierst du genau unter Außerirdische? Also weißt du, klar, es gibt, ich habe mich ein bisschen mit deinen Sachen beschäftigt, aber für viele, die jetzt vielleicht nicht, dich nicht ganz so gut kennen, die glauben jetzt an die grünen Marsmenschen oder irgendwie sowas. Nein. Ist für dich außerirdisch? Alles, was nicht irdisch ist, alles, was nicht auf unserem Planeten groß geworden ist, alles, was von außen auf uns zukam, wären Außerirdische. Jetzt kann man sich die verschiedensten Sorten vorstellen. Man kann sich Außerirdische vorstellen als Geistwesen. Ja. Das ist durchaus möglich. Aber die Außerirdischen, mit denen ich mich auseinandersetze, die vor Jahrtausenden da waren, die waren tatsächlich körperlich da. Ja. Denn die haben sich manifestiert eben mit Rauch, Feuer, Beben, Lärm. Es gab Krieg, es gab Waffen, es gab Geschichten, es gab Gespräche zwischen den Menschen und den Fremden. Und die waren körperlich da, das waren keine Geistwesen. Was die anderen Außerirdischen überhaupt nicht ausschließt. Ja. Du kannst alles gleichzeitig oder miteinander haben. Jedenfalls vor Jahrtausenden sind wir besucht worden. Und das steht in vielen alten, heiligen und auch weniger heiligen Schriften. Und zwar kann man genau unterscheiden zwischen Naturreligionen und den Außerirdischen. Schau, vor Jahrtausenden verstanden unsere Vorfahren nichts von der Naturgewalt. Ja. Sie erlebten zum Beispiel ein Erdbeben, aber sie wussten nicht wieso. Oder sie waren Zeuge, wie der Blitz vom Himmel kracht und hinterher der Donner. Sie verstehen die Zusammenhänge nicht. Vielleicht waren sie Opfer eines Vulkanausbruchs, da kommt heiße Lava hernieder.
und sie begriffen das alles nicht und so entstanden Naturreligionen. Ja. Das ist vollkommen normal. Die Menschen fürchteten sich vor der Naturgewalt. Plötzlich kamen aber Außerirdische, und zwar mit Raumschiffen, darüber können wir noch reden, und es gab Kontakte, und diese Außerirdischen haben einige Menschen ausgewählt, ein paar junge Burschen mitgenommen, haben denen ihre Sprache beigebracht, und dann haben sie sie unterwiesen, ja, wissenschaftlich. Zum Beispiel in einem Fall, das kommt im Buch Henoch vor, sagt der Außerirdische zum jungen Henoch, der Bursche war 12 Jahre alt: Menschensohn, schau hinaus, siehst du das kleine Licht dort draußen? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Der Mond hat gar kein eigenes Licht. Und dann erklärt er ihm die Mondphasen. Warum ist mal Vollmond, warum ist mal Halbmond und Leermond? Oder er sagt ihm: Siehst du das grelle Licht hier? Ihr Menschen sagt Sonne dazu. Schaust du die anderen Lichter dort in weiter Ferne? Das sind alles Sonnen wie eure Sonnen. Und dann erklärt er ihm, dass wir in einem Planetensystem leben, dass die Planeten sich um die Erde drehen. Er erklärt ihm die Umlaufbahn der Erde um die Sonne, 365 Tage, Komma, weil wir haben alle 4 Jahre einen Schalttag. Im Buch Henoch geht es um Schaltstunden, viel präziser, etc. So, in diesen Fällen ist wissenschaftliche Information geflossen. Es ist gesprochen worden. Und das macht die Naturgewalt nicht. Ja. Die Natur sagt nicht: Schau zum Fenster raus, der Mond hat gar kein eigenes Licht. Und so kannst du einen klickenklaren Unterschied machen zwischen den Naturreligionen, die es selbstverständlich gab, und den Außerirdischen, die körperlich da waren. Ja. Das würde auch die ganzen Pyramiden wahrscheinlich auch erklären, oder? Aus deiner Sicht. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin wirklich Spezialist darüber. Ich habe mal ein Buch geschrieben, wo es ausschließlich um das geht. Ich kenne die archäologische Meinung. Die große Pyramide soll gebaut worden sein von einem Typen, der hieß Cheops. 4. Dynastie, so rund 2400 vor Christus. Der Vater von Cheops hieß Snorfu, sein Großvater. Die beiden waren Steinzeitleute. Die kommen schnurstracks aus der Steinzeit. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von Ingenieuren durchdacht wurden, wie man die Steine transportieren konnte. Und das ist alles theoretisch machbar. Du kannst alles Mögliche machen mit Seilzügen, mit Hebebühnen, du kannst alles machen. Nur, was nicht klappt, ist die Planung. Schau, in der Pyramide hast du verschiedene Räume, Schächte, Gänge, Korridore. Und da kommt fast jeden Monat etwas Neues dazu heute. Diese Schächte, Korridore, Räume musst du vorher planen, bevor du den Bau beginnst. Hinterher kannst du es nicht mehr machen, weil sie sind zu schmal, da kann kein Mensch durch mit Meißel und Hammer etc. Also Planung heißt Ingenieur, Planung heißt Rechnen, machen, zeichnen. Und das fehlt. Die Steinzeitleute, der Vater von Cheops, wie gesagt, sie hatten die Planungsmöglichkeiten nicht. Irgendwer muss den Menschen damals geholfen haben, muss ihnen gesagt haben: Macht so oder so, wir zeigen euch, wie es geht, die Werkzeuge oder die Planung, die Ingenieurmäßige. Und das kann man dann erklären mit Außerirdischen. Übrigens in alten ägyptischen Überlieferungen, und zwar von Historikern, da gibt es einen, Ibrahim Abdul al-Masudi, so 1200 vor Christus, der sagt klipp und klar, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden, also nicht von Cheops, vor der Flut von einem Typen, der hieß Saurit. Saurit sei derselbe, den die hebräische Gemeinschaft Henoch nenne. Ja. Da landen wir wieder bei Henoch. Henoch ist der erste Mensch, der mit einem feurigen Magen im Himmel verschwunden ist, etc. Eine lange Geschichte. Was glaubst du dann für was? Ich weiß, da gibt es tausende Theorien, aber was ist deiner Meinung nach, warum hat man die Pyramiden gebaut? Viele glauben ja immer noch, dass da ein Schatz drin ist oder die Bundeslade drin ist, oder man hört ja da die verrücktesten Geschichten. Henoch ist unterwiesen worden von den Fremden. Das weiß man aus dem Buch Henoch. Das Buch Henoch hat man gefunden vor 160 Jahren in einer alten Klosterbibliothek in Äthiopien. Ich gehe jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Ja. Henoch lernt die Sprache der Fremden. Er wird von denen unterwiesen. Und er schreibt über 100 Bücher, über 100 Bücher. Bevor Henoch mit den Fremden die Erde verlässt, bittet er die Fremden, er nennt sie übrigens nie Götter, er nennt sie Wächter des Himmels. Und das wiederum ist eine Frage der Übersetzung. Bittet er die Wächter des Himmels, ob er nochmals auf die Erde dürfe, um sich zu verabschieden von seiner Familie. Dann wird ihm gestattet, sein ältester Sohn hieß Methusalem. Henoch sagt zu seinem Sohn Methusalem: Und nun, mein Sohn Methusalem, übergebe ich dir all diese Bücher, geschrieben von deines Vaters Hand. Hebe sie sorgfältig auf für die Geschlechter nach der Flut. Das Ganze war vor der Flut. Deine Frage war: Warum ist die Pyramide gebaut worden? Sie ist ein Schatz, ein Tresor, der über Jahrtausende nicht kaputt gemacht werden kann, nicht mal willkürlich, du kannst sie nicht kaputt machen. Und da drin sind Bücher, Informationen aus einer tiefen Vergangenheit für die ferne Zukunft. Eigentlich für uns, die Adressaten sind wir.
meiner Meinung nach war das der Zweck der Pyramiden und weniger Grabkammern und so weiter, ob schon es da einen Sarkophag drin gab, der leer war. Und glaubst du, die Büßer sind noch dort oder glaubst du, die hat man schon gefunden? Nein, die sind alle noch dort. Diejenigen, die die Planung machten, die haben das so raffiniert gemacht, dass nur eine High-Tech-Society, eine Gesellschaft mit Hochtechnologie, überhaupt dran kann. Ja. Alle anderen haben keine Chancen. Ich zeige in meinen Vorträgen jeweils Schächte, die man in den letzten 25 Jahren in der Pyramide gefunden hat. Ein Schacht kennt man, der ist populär geworden, von Rudolf Gantenbrink, da ist ein kleiner Roboter in den Schacht reingefahren. Ja. Aber nicht 10 Meter, 62 Meter. Die Fortsetzung davon hat man der Öffentlichkeit nie mehr erzählt. Es sind weitere Schächte gefunden worden, andere Roboter sind zum Einsatz gekommen. Und all das ist so raffiniert, dass nur eine hochtechnologische Gesellschaft ran kann. Die alten Ägypter hätten nicht die geringste Chance gehabt. Schau, die Schächte sind so klein, 15 cm Seitenlänge. Du brauchst einen Roboter. Mit den Armen, Greifarmen, kommst du keine 62 Meter hoch, quer um Ecken rum. Es geht nur mit Roboter. Das ist wieder durch Planung und die wussten genau, erst diese Gesellschaft, die Technologie hat, kommt an die Bücher ran. Die sind alle noch da. Okay. Da fehlt überhaupt nichts. Du warst selber auch bei den Pyramiden, oder? Du hast nicht nur darüber geschrieben. Mein Gott, ich war mindestens 40 Mal in Ägypten. Ja. Ich habe über nichts geschrieben, was ich nicht persönlich kenne, wo ich die Literatur nicht gründlich kenne, wo ich nicht da war, wo ich mit den Menschen nicht gesprochen habe, wo ich es nicht berührt und gerochen habe. Das gehört einfach zum sauberen Reporter. Ich glaube, was die wenigsten auch wissen, deine Bücher sind unglaublich, also ich glaube, bist du anerkannter Bestseller-Autor von den Verkaufszahlen auf jeden Fall? Ich bin von den Verkaufszahlen her bin ich der meistverkaufte Bestseller-Autor der Welt. Genau, eben. Also es ist ja eigentlich zurzeit etwa 72 Millionen Exemplare. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie, hast du es jemals in eine offizielle Bestsellerliste geschafft oder hat man da gesagt, lieber Erich von Däniken, den tun wir da weg? Nein, jeder meiner Titel war in den offiziellen Bestsellerlisten. Ausnahmslos. Erinnerung an die Zukunft war der erste Titel von mir, das war 1968. Und du kannst alle Bestsellerlisten nachschauen, so von Mai 1968 an, egal wo, Nummer 1 war immer Erich von Däniken. Ja. Und das betraf auf 15, 17 weitere Titel hinterher. Ja. Das ist so international gewesen. In den USA war ich auf Platz 1 der New York Times und die New York Times, die schrieb, sei ein neuer Virus ausgebrochen, Dänikenitis. Dänikenitis. Und wie bist du persönlich bei Enjoy This Life, also bei der Plattform Enjoy This Life, geht es auch ein bisschen darum, wie man selber mit Krisen auch umgeht und auch so ein bisschen, wie man so seine Berufung findet. Ich meine, du hast deine Berufung absolut gefunden, glaube ich, oder? Also du lebst... Definitiv, ich mache nichts anderes. Also, ich schaue, vor vielen Jahrtausenden haben jene Außerirdischen unseren Vorfahren versprochen, in einer fernen Zukunft würden sie wiederkehren. Ich betrachte es als meine Berufung, darauf hinzuweisen, dass die wiederkommen oder schon da sind unter uns. Und um einen Götterschock zu vermeiden, wir Menschen verlieren den Boden. Nichts mehr stimmt von den Religionen her, wenig von dem, was uns die Wissenschaft gesagt hat. Wir schweben herum und alle haben Angst, wollen die Fremden uns umbringen, vernichten, wieso sind die da, etc. So, meine Berufung ist eigentlich das, darauf hinzuweisen, die waren vor Jahrtausenden hier, das kann ich belegen. Wenn sie uns je hätten umbringen wollen, hätten sie es durch die Geschichte jederzeit tun können. Dazu muss man auch keine Atombomben schmeißen. Ein paar Viren oder Bakterien reichen, mit denen wir nicht fertig werden. Und es ist meine Berufung, denen klar zu sagen, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ich bin zwar der Meinung, sie sind wieder da. Das ist ein anderes Thema, UFO etc. Aber sie zeigen sich nicht. Sie hätten die Technologie, über einem Fußballstadion aufzutauchen. Alle Kameras sind schon da und 50.000 Leute auch. Das Resultat wäre ein Götterschock. Die wissen ganz genau, wie wir ticken. Auch dafür gibt es zwingende Gründe, wieso die das wissen. Und sie wollen uns nicht schockieren. Sie wollen keine Revolution, sie wollen eine Evolution. Einen langsamen Wandel, einen Paradigmawechsel im Denken von uns. Der Zeitgeist soll sich verändern. Und meine Berufung ist das, mitzuhelfen, dass der Zeitgeist anders denkt. Hast du persönlich dann mal Kontakt gehabt? Nein. Ich habe nie ein UFO gesehen, also nie so, ich habe nie etwas berührt oder so. Aber ich habe auf einer anderen Ebene, auf einer geistigen Ebene tatsächlich Kontakt gehabt und auch schon wunderbare Träume. Ja. Also phänomenale Träume, die waren, wenn ich es volksnah sage, die waren fast so wie Sexträume, einfach herrlich. Glücksgefühl, fantastisch. Ja. Und da kam es immer zu Gesprächen. Nur,
Damit hast du keinerlei Beweis. Der Skeptiker sagt, na schön, das hast du dir eingebildet, hast du dir gewünscht. So. Ich habe solche Begegnungen, aber nur auf dieser Ebene. Ja. Und es gibt ja auch eben so diese Gerüchte, sage ich jetzt mal, oder diese Theorien, dass zum Beispiel die ganzen Politiker von Amerika von Außerirdischen besetzt sind, dass die Merkel von Außerirdischen kontrolliert werden. Aber wie siehst du das? Auch wieder jein. Es gibt ein paar hohe amerikanische Politiker und nicht nur amerikanische, das betrifft auf die Geistlichkeit, zum Beispiel die Päpste, die wissen genau, dass wir nicht alleine sind im Universum, die wissen genau, dass Außerirdische da waren. Und einige wenige stehen dazu in der Öffentlichkeit, der größte Teil aber nicht. Jetzt geht es nicht um Verschwörungstheorien, es liegt immer eine Frage der Vernunft. Schau, unsere Wissenschaftler bringen unserer Jugend bei, erstens, es gibt keine Außerirdischen. Wenn es sie gibt, dann kommen wir nie zusammen, weil die Distanzen viel zu groß sind zwischen den Sternen. Da geht es um Lichtjahre. Zudem, Außerirdische, wenn schon, die würden niemals menschenähnlich aussehen. Die Evolution läuft ganz anders auf anderen Planeten. So. Jetzt ist das vernünftig. Die Wissenschaft hat das ausgedrückt vernünftig. Und jetzt kommt einer und sagt, ich habe UFOs gesehen. Ich bin mit einem Außerirdischen zusammen gewesen und der sah menschenähnlich aus. Das ist unvernünftig. Ja. Unvernünftig heißt, du machst dich lächerlich in der Mehrheit, in der Öffentlichkeit. So bei den Politikern, die Bescheid wissen, die haben ganz einfach Angst vor der Reaktion der Öffentlichkeit und vor der Reaktion der Journalisten. Die Journalisten würden einen Politiker, der sagt, ich habe mit einem Außerirdischen gesprochen, abschießen. Ja. Das geht so weit, dass du selbst den Papst nehmen könntest. Ich meine, der Heilige Vater ist weltweit eine respektierte Persönlichkeit. Würde der jetzt auf seinem Balkon stehen und vor seinen Gläubigen sagen, ich habe mich gestern Nacht mit zwei Außerirdischen unterhalten, da würden seine eigenen Gläubigen sagen, der tickt der nicht mehr richtig, was ist los? Er wird unvernünftig. So, es geht weniger um Verschwörung als immer um Zivilcourage, Angst vor der Lächerlichmacherlichkeit und das betrifft auch die Journalisten. Ja. Und wie bist du damit umgegangen? Weil ich denke, die Presse war nicht immer nur nett zu dir. Nein, ist ja auch nicht immer nett. Also am Anfang bin ich eigentlich nur durch den Kakao gezogen worden und fertig gemacht worden von allen möglichen Medien. Und viele Medien haben mich jahrzehntelang überhaupt nicht beachtet, ob schon nicht Platz 1 auf ihrer eigenen Bestsellerliste war. Und das hat mit den Jahren geändert. Das liegt zum Teil auch an mir. Natürlich machst du in jungen Jahren Fehler. Du bist begeisterungsfähig und wenig kritikfähig. Und du glaubst doch jeden Mist. Ja. Was dir jemand erzählt, das glaubst du sofort, wenn die Person einen guten Eindruck macht. Dann schreibst du darüber und hinterher stellst du fest, halt mal, die Information war falsch, ob schon sie von einer vernünftigen Person kam. Und dann soll man noch dazu stehen. So, die Kritik, am Anfang hat sie mir oft wehgetan. Ich dachte, ihr Spinner, dann hast du gelernt, die Kritik hat auch da und dort Recht. Ja. Nicht nur du bist immer derjenige, der Recht hat. Und dann steht man dazu, gibt die Fehler ein. Und heute, das meine ich jetzt schon seit 10 Jahren, freue ich mich über jeden Kritiker. Je schnödiger er ist, umso mehr gewinne ich die Situation. Am Ende von langen Gesprächen mit wirklich Skeptikern, die nichts davon halten, ist immer dieselbe Situation. Ich habe etwas gelernt von denen und die sagen mir alle, Herr von Däniken, das wussten wir nicht. Wir kannten diese alten Texte nicht. Wir wussten das nicht, dass es das gibt und so weiter. So, gegenseitig lernt man etwas davon. So, ich kann heute mit der Kritik sehr, sehr gut leben. Und wie ist es so im Privaten? Also ich denke, in der Schweiz erkennt man dich auf der Straße. Ja, ja. Also auch in den USA. Und wie gehen die Leute da? Also wie? Die sind alle nett. Ich kenne ja, wenn jemand auf der Straße ist, der den Herrn von Däniken erkennt und nichts hält von mir, dann wendet er sich ab oder sagt zu seinem Gegenüber irgendwas Spöttisches. Meistens hört man es gar nicht. Aber diejenigen, die dich ansprechen, Grüß Gott sagen und so weiter, die sind alle freundlich und offenen Herzens und ich gehe auch immer offen auf die zu. Ja. Ich bin also nie ein arroganter, eingebildeter Löffel gewesen. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt ja auch die Theorie, dass man sagt, ein paar UFOs sind im Zweiten Weltkrieg konstruiert worden. Also dass das diese ganze UFO-Geschichte gar nicht von Außerirdischen sind. Klar könnte man jetzt fragen, woher kam die Technologie? Wie siehst du das? Das hast du bestimmt auch angeschaut. Also der Vater der Weltraumforschung ist Professor Dr. Hermann Oberth. Der hat seinerzeit als junger Mann den Roman gelesen von Jules Verne. Jules Verne hat fantasiert,
Menschen könnten in einer hohlen Kanonenkugel den Mond erreichen. Und der junge Hermann Obert hat damals Ingenieurwesen studiert in Siebenbürgen, liest diese Geschichte und sagt, nein, mit einer Kanonenkugel geht das nicht. Er war der Erste, der anfing zu rechnen, wie hoch müsste die Geschwindigkeit sein, die Energie, um die Erde zu verlassen. 1928 kam sein Buch heraus, die Rakete ist dem Planeten räumen. So gilt er als Vater der Weltraumfahrt. Damals war bald mal Nazi-Zeit, 1935. Der Dr. Werner von Braun wurde selbstverständlich ein Nazi. Dr. Hermann Obert, Entschuldigung. Werner von Braun war sein Schüler in Peenemünde, die die V2 hochgeschossen haben. Und später ist die ganze Mannschaft mit Werner von Braun ja in die USA. Worauf ich jetzt zurückkomme. Ich war einige Zeit Direktor eines Hotels in Davos in der Schweiz. Und der alte Professor Dr. Hermann Obert, er war schon über 75, kam 3 Jahre zu mir als Hotelgast. Seine Tochter, die auch schon über 50 war, hat ihn begleitet. Und wir hatten eine sehr gute persönliche Beziehung, haben auch oft ein Glas Wein miteinander getrunken. Und wir kamen auf die Nazi-Geschichte zu reden. Nazis und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mir, habt ihr Nazis tatsächlich an UFOs gearbeitet? Er sagt, ja, haben wir. Ich sage, ja und? Sagt er, Erich, wir sind nie fertig geworden. Wir haben es nie geschafft, dass unsere Flugscheiben, wie man sie nannte, flugtüchtig gewesen wäre. Und er hatte noch etwas verbittert gemeint, der alte Herr. Wenn wir das geschafft hätten, hätten wir den Zweiten Weltkrieg nicht verloren. Ja. So, gearbeitet daran haben sie. Aber nach persönlicher Aussage von diesem Number One Fachmann, es ist nie zum Ziel gekommen. Sie haben es nie geschafft. Was hat dich am meisten in deiner ganzen Arbeit berührt? Oder was hat dich vielleicht am meisten, du hast ja so viele Orte auch besucht und Sachen untersucht. Was hat dich persönlich am meisten irgendwie berührt? Also ich hatte mal ein Gespräch, lange her, mit Herrn Dr. Werner von Braun. Das war der Mann, der die Saturn V gebaut hat und die Rakete zum Mond geschossen hat. Und der fand das, was ich vertrete, das Gespräch fand in Huntsville, USA statt, fand er für eigentlich sehr vernünftig. Nur meinte er, Herr von Däniken, die Zeit ist nicht reif. Ja. Die Zeit, das Denken ist nicht reif und er hatte selbstverständlich recht. Dann gibt es in Mexiko einen Ort, der Ort heißt Palenque. Und dort ist eine Pyramide, die nennt man Tempel der Inschriften. 1952 hat der damalige Professor Dr. Rutz, ein Archäologe, unter dem Tempel der Inschriften eine geheime Kammer entdeckt. Die Kammer ist dann geöffnet worden und das war eine hohe Kammer, über 7 Meter. Von der Decke hielten Tropfsteine herab. Also das heißt, wie alt die Kammer sein muss. Die Tropfsteine hat man weggeschlagen, stand auf einer Bodenplatte. Die Bodenplatte ist 3,80 Meter auf 2,20 Meter. Ich gebe dir nachher ein Bild, da kannst du in die Kamera zeigen. Und auf der Bodenplatte siehst du so etwas wie ein Gestell, einen Rahmen. Und im Rahmen drin sitzt ein Mensch, vornübergeneigt so, fast wie ein Motorradfahrer. Er hat eine Maske an seiner Nase, bedient mit beiden Händen Kontrollgeräte. Du siehst, die Finger der vorderen Hand sind offen, er bedient einen Knopf. Von der unteren Hand siehst du die 4 Finger des Handrückens. Sitzt auf einem Sessel, hinter ihm ist die Kammer getrennt und ganz am Ende eine züngelnde Feuerflamme. So. Jetzt hast du das in Stein gemeißelt. Riesengroß, 3,80 Meter auf 2,20 Meter. Und für mich war das unser paar bewegender Moment. Wo ich da unten stand, mit Taschenlampe, diesem Ding drin war. Erich, das ist der Beweis. Ja. Vor Jahrtausenden hat jemand sowas gesehen, ein Mensch hat es in Stein geschlagen, hat ihn so beeindruckt, für ihn war das irgendein göttliches Wesen und so weiter. Später kam dann natürlich die Archäologie und hat dafür ganz andere Erklärungen gebracht. Nur die archäologischen Erklärungen, die haben inzwischen immer wieder geändert. Inzwischen sind schon 17 verschiedene. Und die neueste archäologische Erklärung tendiert jetzt eher auf meine Richtung. Früher hat man gesagt, der Mann, der da so sitzt, das ist Pakal. Das stimmt, das ist Pakal. Pakal war der zweitletzte Herrscher dieser Stadt Palenque. Das weiß man an den Inschriften. Und dann hieß es, Pakal fällt in den geöffneten Rachen eines Monstrums, eines Ungeheuers. Heute sagt man, Pakal ist da, aber er fällt nicht in den Rachen, er steigt hinaus ins Universum. Ja. So, man kommt der Däniken-Variante langsam näher. Und das ist immer sehr erfreulich. Und was glaubst du, wirst du es noch erleben, dass die Leute, oder dass das vielleicht alles, was du über Jahre jetzt zusammengetragen hast und vielleicht auch für ein paar Leute, ja, dass man gesagt hat, ja, der Herr von Däniken, der hat doch nicht mehr alle. Die Chancen stehen ja nicht schlecht, dass es vielleicht also, alles noch bewiesen wird, oder? Schaut, alles nicht, weil man hat sich immer geirrt. Ja. Es gibt immer Einzelheiten, wo man falsch lag. Und das übrigens in der Wissenschaft auch ja. So.
Ich begegne manchmal Menschen, die sagen, aber Herr von Däniken, das und das hat in Ihren Büchern nicht gestummen. Das geben Sie selbst zu, also glaube ich überhaupt nichts. Ja, dann musst du keinem wissenschaftlichen Buch mehr glauben. Denn jede wissenschaftliche Literatur, die 25 Jahre auf dem Buckel hat, da hat es Irrtümer drin. Ja. Inzwischen weiß man es einfach besser, das ist der normale Fall der Entwicklung. Ich bin sicher, dass sehr, sehr schnell, mit sehr schnell meine ich 10 Jahre ab heute, dass diese Botschaft, unser Planet Erde ist besucht worden von außerirdischen Feuertauern, weltweit bekannt wird. Man kann gar nichts dagegen machen. Dazu zwei Beispiele. Zwischen Mars und Jupiter gibt es den Asteroidengürtel. Das sind ein paar hunderttausend Gesteinsbrocken, kleine und riesengroße. Der größte Asteroid heißt Ceres, also mit C wie Cäsar, Ceres, und hat einen Durchmesser von 930 Kilometern. Also schon ein Riesenbrocken, ein kleiner Mond. Schon seit 8 Jahren hat die NASA eine Sonde Richtung Ceres geschickt. Jetzt hat die Sonde Bilder geliefert, für etwa 270 Kilometer Distanz. Und da siehst du unglaubliche Dinge. Du siehst einen Berg, wo definitiv Material abgekratzt worden ist. Du siehst ein Rechteck am Boden. Jetzt ist Ceres ein toter Planet, da ist nichts, keine Bakterien. Also muss irgendwer vor Jahrtausenden dort irgendwas gemacht haben. Ja. So der Beweis, dass Außerirdische da waren, der kommt auf uns zu, selbst ohne von Däniken. Er kommt so oder so. Um den Mars herum kreisen seit Ewigkeiten zwei Monde. Die kommen in der griechischen Mythologie schon vor, die heißen Phobos und Deimos, Angst und Schrecken. Die beiden Monde sind nicht normal. Beide laufen um den Äquator herum. Bei einem Mond kann das zufälligerweise sein. Zudem drehen sich beide Monde schneller, als der Mars sich unter ihnen dreht. Was nicht geht von der Anziehung, von der Ding. Ja. Vor etwa 15 Jahren hat mir der damalige führende russische Astronome Schlowski gesagt, Herr von Däniken, die beiden Monde müssen hohl sein. Sonst geht es mit den Umlaufbahnen nicht über dem Äquator und schneller als der Mars. So, das werden wir alles feststellen in den nächsten 5, 7, 8 Jahren, so oder so. Und dann wissen wir, es ist nicht natürlich. Es passiert die Erkenntnis so oder so. Deshalb, Sie haben mich früher gefragt nach meiner Botschaft oder meinem Auftrag, bringt das den Leuten bei, nicht im Sinne einer Rechthaberei. Am Ende jeden meinem Vortrag sage ich den Gästen, bitte glauben Sie die Geschichte nicht. Glauben, ich drehe mich noch im Grab um, wenn irgendwelche Spinner daherkommen und aus meinem Gedankengut so eine Sekte machen. Aber prüfen Sie es, seien Sie kritisch. Und früher oder später merken Sie, es gibt andere Meinungen, andere Ansichten, was unsere Vergangenheit betrifft, als die gegenwärtige Lehrmeinung. Und das ist meine Aufgabe. Und das kommt so oder so. Super. Gesamthaft werde ich irgendwie recht behalten, in vielen Einzelheiten nicht. Das gehört zum Leben. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Die Zeit läuft uns davon, weil du darfst heute Abend noch einen Vortrag halten. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mir die Fragen beantwortet hast. Und vielleicht habt ihr von der Enjoy This Life Community auch noch ein paar Fragen. Ihr dürft euch gerne im Forum austauschen. Und vielleicht gibt es mal eine andere Möglichkeit, wo wir da noch ein bisschen anknüpfen können. Ja, yes, mit großem Vergnügen. Ja. Es war mir eine Ehre und eine Freude, in dieser New Community mich zeigen und redend Antwort stehen zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.